Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Saphir. So, ich glaube, nun ist endlich der Endboss, der Arenaleiter Walter besiegt. Genau, wir haben drei Orden. Jetzt bin ich gerade hier. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich gerade bin. Welche Stadt ist hier? Malvenfrost City, okay. Dann muss ich... Haben wir denn jetzt als VMZ Trimra? Muss ich jetzt erstmal gucken. Ah, tatsächlich. Und jetzt ist der Schneider. Hier ist der Trimra. So, ich hoffe, das kann ein Pokémon von uns lernen. Ah, tatsächlich. GG und Boss. Ich gebe jetzt einfach mal GG. Quirks könnte es aber auch erlernen. Quirks ist Level 27. Das ist sehr gut. Silberblick vergessen. Okay. Dann kann GG jetzt der Trümmerer. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, sogar weiter. Und zwar hier, genau. So, hier jetzt einfach Zertrümmerer einsetzen. Und dann geht's ja auch schon weiter. So. Okay, da sehe ich gerade ein Kamerateam. Und da ist ein Trainerkampf anscheinend. Ich lese mal kurz das Schild vor. Tipps für Trainer. Ein Indikator für die Stärke eines Pokémon ist der SP. Spezialangriff. Das steht für Spezialangriff. Ja. Spezialverteidigung steht für Spezialverteidigung. Wer hätte es gedacht? Also SP Fair und SP Ang. Was ist denn mit euch? Oh, wir haben hier viele stark aussehende Trainer gesehen. Okay, Kamera ab. Interviewen wir jemanden. Okay, anscheinend ist das Interview für die beiden da in Form von einem Kampf. Okay, soll mir recht sein. Okay, Q-Rex und Caveman. Ah, Caveman ist aber nicht so stark, ne? Nur Level 13. Geben wir dem Flumi erstmal eine Kopfnuss und dich wechsle ich direkt mal aus mit Boss. Boss ist ziemlich underlevelt, habe ich das Gefühl. Der muss echt mal wieder trainiert werden. Ist ja der Starter. Der Starter muss immer trainiert werden, finde ich, in einem Pokémon-Spiel. Okay, Donnerstock auf Q-Rex. Zieht das viel ab? Ne, es geht. Okay, Kopfnuss und du machst jetzt einfach mal Zerschneider. Okay, sieht nicht viel ab, ist aber auch klar, aber Boss hat irgendwie keine besseren Attacken, ist das Problem. Bodycheck, Zerschneider. Kann das sein, dass es der erste Doppelkampf ist, den wir hier in dem Spiel haben? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und besiegt. Erstaunlich, erstaunlich, wer bist du? Ich wusste, wir erleben etwas Außergewöhnliches, als ich dich gesehen habe. Oh, ich schulde dir eine Erklärung. Wir reisen durch das Land und führen mit Trainern Interviews. Würdest du uns auch etwas von deiner Zeit zur Verfügung stellen? Okay. Ja, wunderbar, danke. Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kurz und nett, bitte. Gewinnen. Ich nehme jetzt einfach mal Gewinnen. Hm, yeah, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass dies eine großartige TV-Sendung wäre. Vielleicht strahlen sie dies im Fernsehen aus, also achte auf das Programm. Okay, man sieht sich. Okay, das heißt, wir sind jetzt im Fernsehen, das heißt, wir sind bald berühmt. So, Killer möchte ich gerne mal nach vorne. Natürlich möchte Killer trainieren und ich sehe auch, dass Killer sich entwickelt hat. Das ist sehr gut. Ich heile mal ganz kurz. Haben wir was zum Heilen? Genau. Ja. Q-Rex heilen. Sonst sind ja alle Pokémon noch relativ gesund. So, und ich glaube, der Typ will auch kämpfen, der aussieht wie Link. Ein bisschen. Ja, okay, es geht, ne? Ich glaube, an denen können wir sogar vorbei, oder? Okay, doch nicht. Sofort, wenn wir loslaufen, dreht er sich ganz schnell um. Das war so klar. Knilz. Level 18. Flügelschlag. Macht das viel aus? Oh! Ja, das macht sehr viel aus. Ja, und die EP sind auch nicht so schlecht. Nein, ich wechsle das Pokémon mal nicht. Ich möchte jetzt Killer auch mal ein bisschen trainieren. Jetzt ist Q-Rex schon auf Level 27 und Killer sollte jetzt auch noch
trainiert werden, aber der Starter auch noch, also Boss. Der ist ja erst auf Level 20, ist das Problem. Na, müssen wir mal schauen. Ah, schade. Hat nicht ganz gereicht, um das Meryl zu besiegen. Okay, hat der Trainer nur zwei Pokémon? Ja, okay. Sieht irgendwie ganz anders aus als auf dem, als hier. Also da, das Bild sah viel, mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Das Bild sah ganz anders aus, als der Typ hier aussieht. Erstmal hier braune Haare und auf dem Bild vom Trainer war irgendwie lange lilane Haare oder bläuliche Haare war das. Oh, da ist ja direkt nochmal so ein Picknicker oder so. Okay, soll mir recht sein. Und der sieht auch einfach komplett anders aus. So lustig. Oh, ein Sandan Level 19. Sandan kann, glaube ich, sogar einen Igler. Das heißt, damit kann er seine Verteidigung erhöhen. So wie... Wie hieß es nochmal? Härtner, genau. Aber vielleicht haben wir ihn jetzt schon. Perfekt. Okay, das war ein sehr kurzer Trainerkampf. So, jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld dazu, dass wir mehrere Trainerkämpfe machen. Ich glaube, hier können wir noch gar nicht lang, oder? Nee. Der Sandsturm ist zu stark, deswegen kann man nicht angehen. Okay. Durch den Sturm können wir da nicht hin. Okay, jetzt gibt es zwei Wege. Einmal durch so Gras, wo die ganzen wilden Pokémon lauern. Und einmal uns den Trainerkämpfen stellen. Ich würde sagen, wir gehen zu den Trainerkämpfen. Oder einem Trainerkampf. Ach nee, da vorne oben links ist auch noch einer. Denn... Da können wir auch ein bisschen Poké-Dollar bekommen, die brauchen wir zurzeit. Weil durch den Arena-Kampf sind sehr viele, ist sehr viel Geld draufgegangen für Trinken und so. Der Arena-Kampf, der war für uns schon ziemlich schwer. Und es ist ja gut, wenn wir mit starken Trainer-Pokémon ein bisschen trainieren. Und dann one-hitte ich einfach mal das Zigzax. Blanas? Ah, ich glaube, ich weiß, wie es aussieht, oder? Ah, genau. Level 18. Schon wieder ein One-Hit. Killer ist so ein richtiger Killer. Würde ich mal sagen. Also, er wird seinem Namen gerecht. Okay, Level 24, das ist gut. Wie grimmig Killer einfach guckt. Also, Schwalboss, meine ich. Ist ja ein Schwalboss. Von einem Schwalbini zum Schwalboss. Ich glaube, dann gibt es gar keine dritte Entwicklung mehr. Ich glaube, so war das. Ah, apropos Schwalbini. Ein Schwalbini Level 18. Ab wann hat sich das denn entwickelt? Level 23 oder so? Nee, oder? Hat sich das frisch auf Level 23 entwickelt? Bin ich jetzt gar nicht sicher. Ach genau, wir haben ja noch das Ei, was wir ausbrüten müssen. Oh, Lombrero. Kein Sombrero, sondern Lombrero. Okay, auch ein One-Hit. So, kommt jetzt endlich mal die nächste Stadt. Schlottberg. Ach, jetzt kommt ein Berg. Bad Lavastadt oder den Gipfel erreichen sie mit der Seilbahn. Okay, und wie komme ich dann den Pokéball ran? Muss ich da runterspringen? Scheint fast so. Oh, diese ganzen Trainerkämpfe. Jetzt übertreiben sie es aber hier ein bisschen. Kleinstein. Okay, der hat vier Pokémon. Das erste ist Kleinstein Level 16. Ich glaube, da können wir mit Killer nicht viel erreichen, oder? Was denn? Wie viel zieht denn so ein Flügelschlag ab? Okay, es geht eigentlich. Es war nicht sehr effektiv, aber ein Drittel von Leben hat es schon abgezogen. Okay, Stärke der Elektrizität wurde geschwächt, aber das bringt ja bei Killer irgendwie nicht viel. Oh, ein Igler. Ich hasse diese Attacke. Genauso wie... Härtner. Ich vergesse den Namen immer. Ich möchte immer Stärke sagen, aber Stärke ist was anderes. Und nochmal Flügelschlag, dann ist das Kleinstein auch schon down. Ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Pokémon ist Killer auch schon Level 25. Das heißt, in diesem Part trainieren wir Killer mal. Ups, nicht wechseln. Ich verdrücke mich da immer, weil ich immer A drücke, damit es weitergeht mit dem Kampf. Kennt ihr vielleicht?
Okay, noch ein kleiner Stein. Stahlflügel. Bringt das mehr? Ja. Bringt ein bisschen mehr, ne? Okay, Level 25. Oh, und ich muss gleich mal den Rahmen ändern, fällt mir gerade auf. Der ist irgendwie... Der sieht irgendwie ein bisschen hässlich aus. Stahlflügel. Gucken wir mal, ob wir wieder einen One-Hit hinkriegen. Ach, ist doch schön. So kämpft man doch gerne gegen andere Trainer, oder? Oh, als nächstes wird Kleinstein eingesetzt. Wer hätte das gedacht? Ich habe mich schon wieder verdrückt. Bestimmt auch Level 16, oder? Wer hätte das gedacht? Und wieder ein Stahlflügel. Einfach reindrücken. Das ist sehr effektiv. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay, Verteidigung von Killer steigt. Bringt jetzt aber nichts mehr, weil der Kampf ist vorbei. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier runterspringen. Dann kommen wir zum Pokéball, oder? Oder hier? Nein? Und hier ist eine Höhle. Feuriger Pfad. Ah, da qualmt's schon. Ich weiß nicht, ob wir hier lang müssen oder ob wir jetzt erstmal da vorne weiter müssen. Frage geklärt, da sind welche. Oh, an dem sind wir vorbeigekommen. Wo bleiben nur die anderen, die im Laubwechselfeld waren? Sie sind spät dran. Was sagst du? Ich möchte auch mit der Seilbahn nach oben auf den Gipfel fahren. Ach, das ist die Seilbahn, aber da kommen wir noch nicht hin. Vielleicht komme ich nochmal an den vorbei. Komm, dreh dich um. Tschüss. Mann. Schade. Hab dich doch gekriegt. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich durch den feurigen Pfad. Ein Kamau. Stahlflügel. Oh, ging daneben. Das ist nicht gut. Okay, Glut macht nicht so viel. Schaden. Ja, okay, nach dem zweiten Stahlflügel könnte Kamaub auch schon down sein. Oder? Könnte knapp werden. Ja, war klar. Hat wohl nicht ganz gereicht. Oh, ging wieder daneben. Wieso geht's denn bei Kamaub so oft daneben? Hat er noch ein Pokémon? Ich gucke irgendwie nie am Anfang, wie viele Pokémon die Trainer haben. Macholo. Okay, er hat zwei. Macholo ist das letzte. Flügelschlag. Vielleicht schaffen wir Killer in diesem Part noch auf Level 26 zu bringen. Oh, 27 Pokédollar, das ist schon eine Menge. Okay, dann müssen wir wohl oder übel durch den feurigen Pfad. Was passiert, wenn ich eigentlich bei diesen Staubwolken was mache? Ein Macholo. Level 15. Oh, One-Hit. Okay. Na dann. Okay, gleich sind wir Level 26. Mit Killer. Mann, ich finde das blöd, dass man bei... Alle zwei Meter irgendwie, dass man von einem Pokémon angegriffen wird. Ein Kamaub. Okay, nein, nicht Schnabel. Oh, Mann. Oh, hat aber ziemlich viel abgezogen. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Schnabel so viel abzieht, aber... Ich glaube, jetzt ist Killer auch auf Level 26, oder? Ah, perfekt. Okay, ist da vorne. Okay, ein Stein. Ich glaube, das ist, so ein Stein, für den man Stärke braucht. Das ist eine andere VM. Das ist schon der Ausgang. Komm schnell, schaffe ich noch ohne Pokémon-Angriff. Okay. Route 112. Okay, da gibt es ein paar Beeren, aber die sind mir jetzt erstmal egal. Wo geht's denn hier lang? Route 111. Was ist das denn für eine Musik? Zeig mir, wie stark deine Pokémon geworden sind. Wie sie geworden sind, haben wir schon mal gesehen. Ich kann mich nicht an dich erinnern. Astrina Pascal. Fritzeblitz Level 18, das ist doch kein Problem für uns. Für Killer. Ja, sag ich ja.
Na, ja, natürlich, jetzt ist... Oh, jetzt ist Killer paralysiert. Super. So, Paraheiler. So, da fackel ich nicht lange. Okay, Ruckzucki macht gar nichts. Also fast nichts. So, das war's mit Fritzeblitz. Ich hoffe jetzt nicht, dass er dreimal Fritzeblitz hat. Also ich glaube, er hat drei Pokémon. Ich finde es ja immer besser, wenn... Okay, Weilmar. Ich finde es ja immer besser, wenn Trainer verschiedene Pokémon haben und nicht immer nur das gleiche, was auch noch sogar auf dem gleichen Level ist. Ist halt auf Dauer ein bisschen langweilig. Aber das Pokémon haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? Ich glaube nicht. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob Karim oder Justin Weilmar schon gesehen haben. Oh, Supertrank wird eingesetzt. So machen das die Ass-Trainer. Oh, hat sogar noch gereicht. Makuhita. Ich glaube, das schaffen wir noch mit Killer, oder? Ach, klappt schon. Wie ich einfach nur die ganze Zeit Flügelschlag einsetze. Okay, aber es hilft anscheinend. Also es ist sehr effektiv gegen die meisten Pokémon zurzeit. Okay, jetzt müssen wir aber viele Pokédollar bekommen, oder? Okay, 864 ist ganz gut. So, jetzt werde ich aber mal ganz kurz den Rahmen ändern. Ich finde ihn nicht so schön. Rahmen. Was gibt's denn hier alles? Ach, cool. Das ist hier der alte Rahmen aus Pokémon Blau und so. Okay, den nehmen wir mal. Schönen Retro-Rahmen hier. So. Okay, da ist noch ein Trainerkampf. Aber wo bin ich denn jetzt gerade? Ach so, jetzt bin ich hier. Ich bin jetzt hinter der Wüste. Also, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine Wüste ist, aber... Ah, und ich weiß jetzt, was kommt. Weil diesen Baum, den kenne ich. Was es ist? Was ich hier mache? Warum der fette Baum hier komisch steht? Obwohl die ganzen anderen Bäume irgendwie in Reihe und Glied stehen? Ich überlege, ob ich mir hier mein eigenes Refugium mit Hilfe einer Pokémon-Attacke einrichte. Genau, ich gebe dir diese TM. Richte dir damit auch dein eigenes Reich ein. Okay. TM43 erhalten. Und welche Attacke ist das bitte? Suche dir einen Baum, der aussieht, als ob er einige Äste verlieren würde. Setze davor Geheimpower ein. Einige Äste werden sich öffnen und du kannst dann den Baum hinaufklettern. Du findest dort einen großen Baum, den du nach eigenem Geschmack einrichten kannst. Das ist dein eigener geheimer Baum. Deine Geheimbasis. Du solltest dir auch eine einrichten. Du musst dir deine Geheimbasis nicht unbedingt in einem Baum einrichten. Setze Geheimpower an steiligen Wänden ein, die Einkerbungen haben. Ich schaue mich jetzt nach weiteren Ordnungen. Tschüss. Okay, ich glaube, dann nehme ich erstmal diesen Baum, oder? Okay, dann muss ich jetzt erstmal einem Pokémon die Attacke geben. Dann können wir uns unsere Geheimbasis da aufbauen. TM und VM. Geheimpower. So, welches Pokémon kann das nehmen? Killer sogar. Ich glaube, das gebe ich dann dem Caveman mal. Silberblick können wir vergessen. So, die geheimen Basen, die gibt es halt in Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd, die waren dann halt ganz neu. Ja, ich setze Geheimpower ein. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müssen wir in den Baum reingehen können. Ah, genau. Genau, ich möchte hier meine Geheimbasis einrichten. Jetzt haben wir hier so ein Laptop irgendwie, so ein PC. Ah, dekorieren. Achso, wir können auch Dekoration kaufen. Genau, das hier ist jetzt unsere kleine Geheimbasis. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, dass es gemacht wurde, aber halt, man kann halt nur aus, man muss zu dem Baum gehen und kann dann nur in die Geheimbasis, ist ja klar. Deswegen, keine Ahnung, ich glaube, man kann sich sogar auch mehrere Geheimbasen einrichten. Okay, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen weiter. Da ist noch ein Arena-Kampf, da auch. Wo geht's denn hier lang? Ich guck mal ganz kurz aufs Schild. Okay, Route 113. Guck mal ganz kurz hier weiter. Hier ist ein Haus. Da gehe ich nochmal kurz rein. Hotel der alten Dame. Komm, ruh deine müden Knochen aus. Ja, sieht voll aus wie ein Hotel. Das ist einfach ein normales Haus. Aber da werden wahrscheinlich meine Pokémon geheilt. Achso, wenn ich mich da... Okay. Ist halt so, als wenn man jetzt bei der Mutter in... Neubokia? Hieß du das Anfangsdorf? Ich glaube schon. Ist. Kann man ja auch seine Pokémon heilen. Und das ist halt... Oh, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Und das ist halt so ähnlich. Nein, ich möchte nicht länger hier bleiben.
So. Okay, dann würde ich mal sagen. So, ich gehe jetzt einfach mal in meine Geheimbasis und beende da den Part. So. Dann macht der Karim hier im nächsten Part weiter. Und dann würde ich mal sagen, wir hören uns dann bei meinem nächsten Pokémon Saphir Part. Also Leute, bis dahin. Ciao.